Sie sind hier, 3. Oktober 2018, 17.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Helmut Krug soll an der Planung des Videobeweises in der Schweiz teilhaben. Urheberrecht Getty Images. Die Schweizer Super League arbeitet an der Einführung des Videobeweises. Helmut Krug soll die Ausbildung der Schiedsrichter durchführen. Der Videobeweis soll zur Saison 2019/20 auch in der Schweizer Super League zum Einsatz kommen. Die Swiss Football League SFL, der Schweizerische Fußballverband SFV und das Ressort Spitzenschiedsrichter planen zusammen die Einführung des Videoschiedsrichterassistenten VAR. Am 23. November 2018 sollen die Clubvertreter über den Videobeweis abstimmen. Der ehemalige deutsche Schiedsrichter Helmut Krug soll die Ausbildung der Schweizer Videoschiedsrichter planen und durchführen. Krug war im November 2017 vom Deutschen Fußballbund DFB als Videochef abgesetzt worden, nachdem in den Medien Vorwürfe laut wurden, dass der 62-Jährige Einfluss auf die Entscheidungen der Videoassistenten genommen haben soll. Krug bestritt dies. Videobeweis von UEFA anvisiert. Erst Ende September hatte die UEFA beschlossen, in der Champions League sowie bei der EM-Endrunde 2020 den Videobeweis einzusetzen. Zudem soll die Technik beim europäischen Supercup 2019 in der Europa League ab der Saison 2020/21 sowie beim Finalturnier der neu geschaffenen Nations League für Nationalmannschaften 2021 eingesetzt werden. In der Bundesliga, der französischen Liga NA und in Spaniens La Liga findet der Videobeweis bereits Verwendung von Sportinformationsdienst.